اللهم صل على محمد وآل محمد. Dass viele Forscher viele darüber schreiben, viele darüber nachdenken, warum hat Imam Hussein diesen Aufstand gemacht? Warum gab es Karbala? Warum gab es Ashura? Viele schreiben darüber, über den Aufstand. Einer sagt, und jeder betrachtet es aus seinem eigenen Aspekt. Ein Philosoph guckt es sich aus philosophischer Sicht an. Ein Mystiker aus mystischer Sicht. Ein Politiker sieht es politisch, ja, er wollte eine Regierung schaffen. Einer sagt, nein, es war seine Pflicht. Der andere sagt, nein, gutes Gewehren und schlechtes Verwehren ist Pflicht. Jeder erzählt es aus einem speziellen Aspekt. Aber die beste Erklärung, denke ich, ist von den Imamen selbst. Warum hat das Imam Hussein gemacht? Und wir lesen in der Ziyara al-Arba'in, warum hat Imam Hussein alles geopfert? Warum hat Imam Hussein sein Hab und Gut gegeben? Warum hat er sein 6 Monate altes Baby gegeben? Warum hat er seinen anderen Sohn gegeben? Seinen Bruder, seinen Neffen, seine Freunde, seine Familie in Gefahr gebracht? Warum? Imam Sadr sagt in der Ziyara, damit er die Gesellschaft aus der Ignoranz und Unwissenheit heraus rettet. Es ist wie, als würde einer ertrinken und du rettest ihn vor den Ertrinken. Und so hat der Imam das gesagt in der Ziyara, als würde er ihn, die Gesellschaft aus der Unwissenheit retten. Und daraus wissen wir aus der Ziyara, dass Imam Hussein dies gemacht hat zur Rettung der Gesellschaft. Und deswegen hat er sein Blut dafür gegeben. Jetzt eine Frage. Was gab es denn damals für eine Unwissenheit, für eine Jahala? Es wird ja in der Ziyara, wenn wir später die Ziyara lesen, werdet ihr vielleicht die Stelle sehen, es wird über Jahala gesprochen, also Unwissenheit, Ignoranz. Was gab es denn für eine Unwissenheit in der Gesellschaft, dass Imam Hussein sein Leben unbedingt geben musste und für diese Rettung, für die Rettung der Menschen da war? Und die zweite Frage ist, wie konnte das Blut von Imam Hussein a.s. diese Jahala, diese Unwissenheit aus der Gesellschaft entfernen? Wenn ihr erlaubt, lasst uns etwas zum Koran kommen und schauen, was der Koran über Jahala sagt. Also, wenn ihr es bemerkt habt, heute möchte ich im Grunde genommen über Unwissenheit sprechen und was die Auswirkungen darüber sind. Also, das ist der Grund, warum sich Imam Hussein geopfert hat, und deswegen denke ich, wäre es sehr wichtig, wenn wir einmal auch über diesen Punkt sprechen. Viele der Probleme in der Gesellschaft gehen auf die Ignoranz zurück. Gehen auf die, ich sage Jahala, damit ihr wisst, Ignoranz, Unwissenheit, Törichtheit, das ist, geht alles in dieselbe Richtung. Zum Beispiel beim Volk von Musa a.s., nachdem der Pharao im Wasser ertrunken ist, das Volk so viele Wunder von Musa a.s. gesehen hat und sie aus diesen Problemen befreit hat, haben sie sich dann um Musa a.s. versammelt und sie haben gesagt, und der Koran sagt, und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Sie kamen zu Leuten, die sich zur Andacht an ihren Götzen zurückzogen. Sie sagten, o Musa, mache uns einen Gott, so wie sie Götter haben. Und er sagte dann, ihr seid ja Leute, die töricht sind. Töricht ist hier Jahil, Tajhalun, also ihr seid ignorante Leute. Das ist eine negative Eigenschaft. Steht in Sure 7, Vers 138. Wieso haben sie das von Musa a.s. verlangt? Nabi Musa hat so viel für sie getan, so vieles. Aber er sagt am Ende, ihr seid unwissend, ihr seid ignorant, töricht. Wie kann jemand, also die haben es nicht verstanden, wie kann denn jemand, der selbst erschaffen wurde, jemanden erschaffen, der selbst der Erschaffer ist? Das geht nicht, ist paradox. Wie kann denn der Betende den Angebeteten erschaffen? Das geht auch nicht. Das war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist vom Volk von Nabi Lut a.s. Wie ihr wisst, das Volk von Lut wurde komplett ausgelöscht. Sie waren vertieft in ihre Gelüste. Sie waren vertieft in Homosexualität. Sie waren vertieft in ihre Gelüste auf dem falschen Weg, diese Gelüste zu stillen.
Nabi Lut sagt zu ihnen, und das steht im Koran, lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein, anstatt mit den Frauen? Aber nein, ihr seid Leute, die töricht sind. Ihr seid Leute, also töricht heißt ignorant. Ihr seid Jahil. Das steht in Sure 27, Vers 55. Allah hat euch einen Weg gegeben, welcher die Heirat heißt, die Ehe heißt. Aber ihr habt diesen Weg beiseite gelegt und habt euch dem Haram zugewendet. Deswegen seid ihr ignorante und unwissende Leute. Ihre Ignoranz lag darin, den falschen Weg gewählt zu haben, um ihre Gelüste zu stillen, obwohl ein Halalweg existiert hat. Das sagt der Koran über die ignoranten Leute. Das dritte Beispiel ist, und das letzte Beispiel für dieses Thema, ist mit Nabi Yusuf a.s. Die Brüder haben ihn genommen und in den Brunnen geschmissen. Und es sind sehr viele Jahre vergangen. Nabi Yusuf war in der Zwischenzeit im Gefängnis. Nabi Yaqub a.s. hat sein Augenlicht verloren. Und in der letzten Sitzung, wo die Brüder dann bei Yusuf a.s. waren und ihn erkannt haben, sagte Yusuf zu ihnen, das steht wieder im Koran, ich lese die Koranverse vor, er sagte, wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinem Bruder damals in eurer Torheit antatet, also in eurer Ignoranz? Sure 12, Vers 89. Sie waren ignorant, weil sie neidisch waren. Denn ihre Ignoranz hat sie dazu geführt, dass sie neidisch werden. Die falsche Gelüste durch Ignoranz. Götzendienst von Nabi Musa, das Volk, Ignoranz. Wir haben so viele Überlieferungen, die wir sagen, die Ignoranz ist der Ursprung, die Wurzel von jedem Übel. Min kulli shar, von jedem Schar, von jedem Schlechten, von jeder Falschheit ist die Ignoranz das Übel. Und die Überlieferungen sagen, es ist ein Schmerz, das keine Medizin hat. Wir haben zwei Arten von Ignoranz. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Das war die Einleitung. Wir haben zwei Arten von Ignoranz. Eine Ignoranz ist die antike Ignoranz, die alte Ignoranz. Und eine Ignoranz ist die neue, die moderne Ignoranz. Die erste Ignoranz, also die antike, die alte Ignoranz, da lesen wir im Koran, in der Surah Al-Ahzab, da im Vers 33. Normalerweise kennen wir immer den letzten Teil von diesem Vers, aber der erste Teil von diesem Vers sagt, haltet euch in euren Häusern auf und stellt euch nicht zur Schau wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Also die alte Jahiliyyah, die erste Jahiliyyah. Und dann geht der Vers weiter und dann kommt der spezielle Teil über die Ahlul Bayt. Aber das ist nicht unser Thema, das kennt ihr sowieso, ihr seid alle Ayatollahs in diesem Thema. Imam Baqir sagte, es wird noch eine andere Jahiliyyah geben. Sayakun. Sayakun, also Sa bedeutet, also sehr bald. Sehr bald wird es noch eine andere Jahiliyyah geben. Also die erste Jahiliyyah, was war die erste Ignoranz, die frühere Jahiliyyah? Das war Götzendienst. Der Prophet ist gekommen, hat den Götzendienst beseitigt. Das war das Mädchen lebendig begraben nach ihrer Geburt. Hat der Prophet auch beseitigt. Was haben die Leute noch gemacht? Geld angesammelt und vor anderen Leuten angegeben. Hat der Prophet auch beseitigt. Unnötige Kriege geführt und Streitereien. Der eine hat ein Kamel von dem anderen beleidigt. Die hatten 200 Jahre Krieg, 300 Jahre Krieg. Ich weiß nicht mehr wie lange. Habe ich euch einmal erzählt, habe ich selber vergessen. Also unnötige Kriege, unnötige Streitereien. Der Prophet wurde gesandt und hat die erste Jahiliyyah komplett weggenommen. Die Streitereien wurden zu Freundschaften, die Götzendienste wurden zu Monotheismus. Die Araber waren danach froh und stolz, wenn sie eine Tochter bekommen haben. Sie haben sich gefreut. Geld ansammeln und angeben ging weg. Stattdessen kam die Bescheidenheit. Es ging so weit, die Bescheidenheit, dass die Medinenser, also die Ansar, den Mekkanern, die Muhajirin, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind, die haben ihre Häuser an die Mekkaner, an die Leute verteilt, damit die dort leben können. Also die waren dann sehr bescheiden und die haben hier alles, was sie hatten, haben sie auf den Weg gegeben. Es ging so weit, dass im Krieg, die haben Krieg geführt und einer wird gerade Shahid, er stirbt gerade von den Muslimen und einer will ihm was zu trinken und er sagt, nein, nein, er ist durstig, gib ihm was zu trinken. Er ist gerade am Sterben, er sagt aber, gib den anderen was zu trinken. So weit ging es, dass die Leute zur Freundschaft wurden. Es ging so weit, dass die Leute ihre Datteln aufgesammelt haben, eingepackt haben, ihre Schwerter in die Hand genommen haben und haben dann den Propheten geholfen, Gottes Religion zu verteidigen.
Das war die Revolution der ersten Jahiliyyah. Da haben sie sich komplett geändert. Natürlich gab es auch einige Momente, wo die Leute versucht haben, das wieder zurückzumachen, wo die dann Leute aufeinander aufgehetzt haben, aber das hat der Prophet dann sich schnell dagegen gestellt und hat sich bemüht, da davor zu stehen. Ein halbes Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ein halbes Jahrzehnt später, was für Auswirkungen das hat, ein halbes Jahrzehnt später nach dem Ableben des Propheten, also ca. 60, 61 nach der Hijra, begann die andere Jahiliyyah, das was Imam Baqir a.s. meinte. Und die andere Jahiliyyah war nicht mehr Götzendienst oder das, was ich vorhin erwähnt habe, dass man Geld ansammelt und angibt damit. Nein, die andere Jahiliyyah war nicht Götzendienst, sondern das Anbeten vom Tarut. Tarut ist sowas wie der unrechtmäßige Herrscher. Also alles, was nicht göttlich ist, was auf dem Thron sitzt. In dieser Jahiliyyah sagt Muawiyah, das Freitagsgebet ist am Mittwoch und alle sagen, okay. In dieser Jahiliyyah sagt Muawiyah, Ali ibn Abi Talib muss beleidigt werden und die Leute sagen, okay. Das war eine neue Jahiliyyah, war nicht mehr Steine anbeten, Holz anbeten, Datteln anbeten, nein. Es ging darum, ein Königreich zu haben und kein Imamat zu haben. Und es ist klar, dass diese neue Jahiliyyah, die zweite Jahiliyyah, eine neue Revolution braucht. Deshalb heißt es auch vom Propheten Husayn minni wa ana min Husayn. Husayn ist von mir und ich bin von Husayn. Oder eine andere Überlieferung sagt, der Islam ist Nabawiyul Hudus und Husayniyul Baqa. Der Islam ist mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Also ist mit dem Propheten auferstanden und mit Imam Husayn bleibt er beständig. Es gibt einen speziellen Gefährten von Imam Ali a.s. namens Hisham al-Mirqal. Hisham al-Mirqal war in der Schlacht von Siffin und kommt zu Imam Ali a.s., damit er kämpfen geht und Imam Ali verteidigt. Imam Ali a.s. fragt ihn, Hisham, hast du noch einen letzten Willen? Möchtest du noch etwas loswerden? Möchtest du noch eine Nachricht hinterlassen? Seine Nachricht war, Sie können mir die ganze Dunya geben und alles, was in ihr drinne ist, aber ich werde niemals meine Hand in die Hand von deinen Gegnern legen. Bis zu meinem letzten Atemzug möchte ich mich von deinen Feinden lossagen, ja Amir al-Mu'minin. Imam Ali a.s. hat dann für ihn Dua gemacht, hat gesagt, inshallah bekommst du die Antwort für das, was du gerade gesagt hast. Und er ging dann zum Kampffeld, hat gekämpft und auf der gegnerischen Seite war ein Junge. Und dieser Junge hat gekämpft und während er kämpft, hat er die ganze Zeit Ausdrücke zu Imam Ali gesagt. Also er kämpft und sagt Ausdrücke. Hisham oder Hashim hat ihn dann gestoppt, sagte, Moment mal, wen beleidigst du da gerade? Er sagte, Ali ibn Abi Talib. Warum tust du das? Er hat gesagt, aus zwei Gründen. Erster Grund ist, mir wurde gesagt, euer Herr betet nicht. Und der zweite Grund ist, er war der Mörder von Osman, dem dritten Kalifen. Schaut mal die negative Propaganda, wie wir sie heute kennen, wie Trump immer gerne sagt, Fake News, Fake News. Diese Fake News gab es damals auch. Er ist sowieso der größte Fake News, Trump, aber diese Fake News gab es damals auch. Lanatullah alayh. Hisham sagte dann zu ihm, oder Hashim sagte dann zu ihm, zu der zweiten Sache, ist die größte Lüge, Amir al-Mu'minin hat nichts damit zu tun, dass Osman getötet wurde. Das ist eine Lüge, die das behaupten, waren selbst die Mörder. Aber zum ersten Thema, dass unser Herr nicht betet, kann ich dir das beweisen. Komm mit, er hat seine Hand genommen und hat ihn zu den Gefährten von Imam Ali a.s. gebracht. Er sagte, kennst du den? Das ist Ammar. Kennst du den? Das ist Uwais al-Qarani. Kennst du den? Das ist Malik al-Ashtar. Er hat die Gefährten gezeigt. Er sagt, das sind bekannte Gesichter, man kennt diese Leute. Schau dir ihre Gesichter an. Schau dir ihre Stirn an. Die Zeichen der Niederwerfung sind auf ihren Stirn zu stehen. Uwais, der nachts bis zum Morgen in einer Sajda verbracht hat, soll einen Imam haben, der nicht betet? Denkst du, die würden jemanden folgen, der nicht betet? Die sind die Kuppel der Gottesfurcht. Schau dir die an, die hinter Imam Ali a.s. sind.
oder für uns heute, dieses Beispiel können wir uns auch heute nehmen, schauen wir uns an, wer auf der Seite der Wahrheit ist und wer auf der Seite der Falschheit ist oder ein bisschen so ist. Und dann kann man schon erkennen, wer mit der Wahrheit ist. Der Junge hat dann die Wahrheit erkannt, hat sich entschuldigt und wurde dann Teil von der Armee von Imam Ali a.s. Amr ibn As, der auf der anderen Seite von Muawiya war, sagte, komm zurück, dieser Iraker hat dich reingelegt. Er hat gesagt, nein, er hat mir Nasiha gegeben, du hast mich reingelegt. Das war die eine Geschichte, die ich erzählen wollte, was damit zu tun hatte. Und die zweite Geschichte ist, die ich erzählen möchte, ist in derselben Schlacht auch von Siffin. Imam Ali a.s. hat mit jemandem gekämpft und ein Junge, und dieser Junge hat Koran gelesen. Und er hat einen Vers gelesen, die Surah Naba, der ersten Teil, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Amma yatasa'aluna an al-Naba al-Azim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wonach fragen sie dich? Nach der gewaltigen Kunde. Also Surah 78, Vers 1-2. Und Imam hat ihn dann gestoppt. Imam Ali hat ihn gestoppt. Er sagte, weißt du denn, wer diese gewaltige Kunde ist? Er hat gesagt, nein. Imam Ali a.s., Wallah, ich bin diese gewaltige Kunde. Du liest diesen Vers und kämpfst genau gegen das Beispiel von diesem Vers. Jeder Vers hat ein inneres und ein äußeres. Das Äußere von diesem Vers ist, geht um Yawm al-Qiyamah. Diese gewaltige Kunde soll Yawm al-Qiyamah sein. Aber das Innere dieses Verses, die Philosophie hinter diesem Vers ist Imam Ali und die Wilaya von Imam Ali. Warum? Weil der nächste Vers sagt aus, über die sich uneinig wurden. Und über Yawm al-Qiyamah wurde man sich nicht unbedingt uneinig, eher über die Wilaya von Imam Ali a.s. Also über die große Kunde, über die sich uneinig wurden. Und wir haben eine Ziyara von Imam Hadi a.s., wo Imam Hadi a.s. Imam Ali a.s. so grüßt. Assalamu alaika, ayyuhan naba'ul azim. Und diese, wenn wir inshallah nächstes Jahr alle gemeinsam in Najaf sind und dann den Marsch machen nach Karbala, ich habe gehört, nächstes Jahr gehen wir alle zusammen inshallah, dann können wir gerne von Imam Hadi, wenn wir dann bei Imam Ali a.s. in Najaf sind, diese Ziyara rezitieren. Also hat sich Imam Hussein a.s. geopfert, um die Jahiliyyah aus der Gesellschaft herauszunehmen. Und er hat sie herausgenommen. So viele Revolutionen gab es nach Imam Hussein. Wir alle kennen, oder viele von uns kennen, die Revolution von Mukhtar. Und die alleine reicht schon aus. Und man kann das Buch schon schließen, weil er hat sehr viel gemacht, Mukhtar. Er hat jeden einzelnen Mörder der Ahlul Bayt gerecht. Aber außer Mukhtar gab es noch 4-5 andere Revolutionen. Die Revolution von Zayd ibn Ali, die Revolution von Medina, die Revolution der Tawabin, die Revolution von Yahya ibn Zayd und noch viele andere mehr. Und überall hat man gehört, ja, la Tharat al-Hussein. Überall ging es um die Rache, um das Blut von Imam Hussein. In Kufa gab es Aufstände, in Scham, also in Damaskus gab es Aufstände. Denn die Unwissenheit sollte genommen werden. Und das ist so wichtig. So wichtig, dass Imam Hussein sich mit seiner ganzen Familie geopfert hat und seine Familie, seine eigene Schwester in Gefahr gebracht hat. Denn Unwissenheit bedeutet, einfach keine Information zu haben. Man hat einfach keine Ahnung, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Kaum wurde den Menschen die Wahrheit gezeigt, sie haben sich entschuldigt und sie haben damit aufgehört und haben dann im besten Fall noch der Wahrheit dann gefolgt. اللهم صل على محمد وآل محمد